Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in dieser Folge. Ah, hier ist so eine kleine Schlucht. Könnte wohl aber hier auch runterfallen, wenn es hier wieder sterben wir wahrscheinlich, deswegen machen wir es jetzt gar nicht. So, das heißt, da drüben nochmal mit den Freunden sich abklagen. Der schläft noch. Hab dich gefunden, okay. Eindringling. Ah. So. Schauen wir mal, dass wir die kurz wegkriegen. Ich bin auch noch nicht fertig mit euch. Müssen wir mal schauen, wie das ging. Dann konnte er irgendwie. Da weiß ich bloß noch nicht mehr, wie sein Lichtschwert, glaube ich, schmeißen, oder? Ja, das war. Ja. Kriege ich gerade nicht auf die Reihe. Ah, wir können die Tür hier aufmachen. Gut, Abkürzung freigeschaltet. Ah. Ja, da können wir noch nicht lang gehen. Aber wir müssen erst die Maschine hier wieder anmachen, oder? Und dann saugt es das hoffentlich weg und alles ist wieder cool. Das wäre so meine Traumvorstellung. Okay. Frage ist, wo kriegen wir eine Kugel her? Die doofe Vermutung wäre fast, dass die irgendwo in der Richtung ist. Aber der schläft da auch noch. Gehen wir mal gucken. Ob es hier was irgendwas mit zu tun hat? Nee. Wohl doch, ich glaube, wir müssen da oben drauf, oder? Oder vorbei? Naja. Okay, der schläft. Das soll mir eigentlich ganz recht sein. Oh, er schläft nicht mehr. Gut. Dann halt so. Da, wir schmeißen das Lichtschwert immer so cool. Aber können es dann doch wieder nicht. Und sieht doch nicht so aus, als wäre das hier. Vielleicht erstmal in die rechte Richtung gehen. So, das ist gescannt. Oh, mal kurz. Nee. Na, wir könnten hier runterfallen, das wäre noch okay, aber das bringt nichts. Also muss es schon irgendwo hier weitergehen. Keine Kugel hier. Gibt uns die Karte irgendwie. Ja, wir sollen da oben hinkommen. Okay. Das haben wir aufgemacht. Sollen wir jetzt die Kugel von da hinten holen? Kann das stimmen? Wäre relativ ein weiter Weg. Also von mir aus so, ne? Jetzt warte mal, ja, noch Hinweis. Koppler kommen mir bekannt vor. Ja, genau. Okay, dann ist es von da hinten. Gut. Dann hatte ich ja gar nicht so unrecht mit meiner Theorie. Dass wir dann einfach vielleicht hier lang gehen müssen. Dass wir die von da hinten holen müssen, ist ja schon irgendwie weit, oder? Oh Mann. Okay. Können wir auch einfach durchlaufen, ohne dass was passiert. Ganz nett. Kann ich die Kugel hier mal mitnehmen? So. Dann nehmen wir sie doch mal mit. Irgendwie dran gezweifelt, dass das echt die von da hinten sein soll.
Aber du jetzt einfach mal so, als wärst du hier. Wenn sie verschwindet, weiß ich, dass es falsch war. So. So, Moment. Warte mal, ja. Mal hier rum. So. Kann gar nicht so. So. Ah, ne, warte mal. Ah, dann nehmen wir halt. Ach gut, die ist noch da. Hätten wir doch die aus der Mitte nehmen können, ha? Huh? Wirkt so. So. Kugel wieder in die Hand nehmen, bevor sie verschwindet. So, jetzt haben wir's. Dorte Technik. Die gleiche, die Sees Kammer versorgt hat. So. Wir nähern uns. Da hätte ich das einfach wieder mitgenommen. Und dann wahrscheinlich darüber werfen, oder? Ja. Hey, das war aber nicht der Plan. Letzte. Oh. Wieder Spionagedroiden. Die Anlage findet noch jemand interessant. Okay. Was haben wir hier? Gut. Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalor wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei sie vielleicht doch eine Schraube locker. Reha-Flüge. Das kommt mir bekannt vor. Okay, wir nutzen mal noch kurz unsere Fähigkeiten. Einen Punkt haben wir. In Überleben haben wir lange nichts mehr investiert. So. Zeit verkürzen zum Heilen. Okay. Was das macht, was haben wir hier? Experten. Lebensenergie erhöht sich. Okay, dann lass uns erstmal Fähigkeitenpunkte sammeln, wenn wir da immer zwei brauchen. So, ich glaube, jetzt wird spannend. Hierher muss Santari Kree also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalor war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Hm. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Hm. Willkommen auf Tenalor. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochte die anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass ich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Hm.
Wir bewegen uns also auch einfach hier. Die Richtung wohl. Ah. Okay. Ah. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Hm. Okay. Schauen wir mal, wie weit die schon sind. Oder wird so der Tempel hier entstanden sein? Spannend. Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenelor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Hm. Okay. Interessant. Ah. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Seid ihr? Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seid auch im Weggang. Sind die Dinge anders?
Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert. Und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tanelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tanelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Dagan, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Was habt ihr getan? Klares Statement von ihm. Bevor wir ihn jetzt aber hoffentlich fertig machen, bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.